Eine Katze. Sieht der aus wie ein Tiger? Nee, warte. Doch, Katzen sind... Nee, Tiger sind ja eigentlich auch Katzen. Ist ja auch eine Katzenart, glaube ich. Oder sind Katzen eine Tigerart? Nee, ich glaube, es war so rum. Also, dass Tiger eine Katzenart sind. Und zwar eine sehr wilde. So. Ja. Er weckte den Tiger in dir. Mit, weiß ich nicht. Immer diese komischen Werbungen. Das geht mir auch so auf die Nerven. Huch, hier sind Trolle übrigens. Ja, hier bin ich nicht richtig. Die Trolle sind Elite. Nee, warte. Die Trolle sind... Ach, die sind nur Signatur, dann geht's ja noch. Aber hier bin ich trotzdem nicht richtig. Die muss ich später besiegen, bestimmt. Ich will eigentlich die Katzen töten. Oh mein Gott, er hat Katzen töten gesagt. Also die Kampfkatzen hier im Spiel natürlich. Hier ist der Troll versteinert. Hier sind überall Kundula. Ich suche keine Kundula. Ich suche Katzen. Kann doch nicht sein, dass ich nur 6 Kundula töten soll und 10 Katzen. Und dann sind hier irgendwie 10 Milliarden Kundula und 3 Katzen oder so. Ey, das ist doch komisch. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wer ist denn auf die Idee gekommen, dass es sinnvoller ist, zuerst die Katzen zu töten, bevor man gegen die Kundula angeht, weil es hier so viele Katzen gibt? Das ist doch total abwegig. Ich glaube, der Typ, der das hier kommandiert, sollte mal vom Kommando entbunden werden. Der ist offensichtlich ein bisschen verrückt. Ich meine, guck dir das an. Hier sind so wenig Katzen, dass ich ewig rumlaufe, um welche zu finden. Und währenddessen finde ich überall diese Kundula. Da, schon wieder. Hier sind schon wieder. Ich sehe 3, 4 Kundula und keine einzige Katze. 5, 6. Sie, nein, 6. Also 6 Zauberer oder 6 von diesen Dingern, Typen da habe ich gesehen. Und dann erst eine Katze. Er ist doch lächerlich. Also wirklich. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Also, den habe ich besiegt. Gut. Als nächstes wollte ich die nächste Karte. So, 1, 2. Ich zähle mal nochmal nach. 1, 2, 3. Hier ist Nona. 4, 5, 6, 7, 8 ist da hinten. 9. Okay, 8. Der andere ist dahinter. Siehst du, so viele Kundula und eine Katze dann nur. Und ich, das passt überhaupt vom Verhältnis her überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht. Naja. Katzen sind natürlich die größere Bedrohung, weil die so oft hier sind. Das sieht man ja. Tja. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Was soll man dazu sagen? Ich weiß es nicht. Was würdet ihr dazu sagen? Ich sag dazu Fruchtalarm. Was? Ey, immer diese Werbung. Genauso schlimm. Nee, schlimm ist diese WM-Werbung. Ey, jede Firma, aber wirklich jede Firma braucht irgendwas, was mit der WM zu tun hat. Das ist doch unfassbar. Das ist doch nicht mehr. Es geht doch gar nicht mehr darum, wer die beste Mannschaft hat irgendwie. Es geht doch nur darum, wie kann man das am besten kommerziell nutzen. Ja, toll. Habe ich mich ja schon in Minecraft damals drüber ausgelassen, dass denn die WM irgendwie... nee, da habe ich mich darüber ausgelassen, dass die WM in Brasilien stattfindet und die da irgendwie für 10 Milliarden oder so, oder für 1 Milliarde, ich weiß gar nicht, wie teuer das war, so ein Stadion da hinsetzen, wo nicht mal ein Fußballverein ist, was total toll ist. Das heißt, also das Stadion wird für die WM-Spiele benutzt, für 2, 3, 4, keine Ahnung wie viele, und dann nie wieder. Geil! Ja, finde ich toll. Sollte man öfters so machen. Hier ist eine Auftragsanschlagtafel. Mein Gott, er hat Anschlag gesagt. Jetzt hört die NSA zu. Juhu. Habe ich einen Zuschauer mehr. Ist doch was. Duckbeard. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Gut gemacht. Sicher wird Ceola jetzt zu Verstand kommen. Klinge des Ostens. Die Rohirrim werden eure Hilfe benötigen. Ceola, so, zögert zu lange. Wir müssen jetzt gleich gegen die Kundula angehen, Thargador. Sie haben eine große Streitmacht gebracht und meine Leute werden sich nicht gegen sie verteidigen können. Werdet ihr mir helfen, Thargador? Werdet ihr Lashkarg, ihr Kriegerlager im Südosten, betreten und ihnen zeigen, dass man sich vor den Rohirrim fürchten sollte? Macht euch bitte sofort auf den Weg, wenn ihr dazu bereit seid. Ich bin noch nicht mal ein Rohirrim. Wie sinnlos.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Stadien da gebaut werden, direkt daneben die Slums sind. Oder die Stadien werden halt direkt in, beziehungsweise direkt neben die Slums gebaut, statt das Geld sinnvollerweise für die Armen auszugeben. Werdet ihr uns helfen? Das ist doch blöd. Naja, die Kundula wagen es, die Banner des dunklen Herrschers in Lashkak aufzustellen. Ich habe gehört, dass sie für Mordor agieren, und zwar entgegen der Anweisung ihres Meisters, eines Mannes, der sich selbst Yruxa? Lese ich das richtig? Ja. Yrokhsar. Wie auch immer ich das aussprechen soll. Yruxa. Ach, keine Ahnung. Der Blaue. Wo war ich denn? Der sich selbst Yruxa der Blaue nennt und der ihren Behauptungen nach ein recht mächtiger Zauberer sein soll. Wir sollten diesem Ostling-Gesindel zeigen, dass die Riddermark keine Angst vor dem dunklen Herrscher hat. Und jetzt spreche ich schon wieder so komisch, du. Würdet ihr Lashkak für uns betreten und die Banner des großen Auges verbrennen? Natürlich, das sollte ihnen zumindest den Schneid nehmen. Jetzt muss ich komisch sprechen wegen Riddermark. Riddermark, wer spricht denn so? Also die heißt natürlich so, aber wo wird denn nochmal so komisch dieses, wo statt TT DD gesagt werden wird? Na, also statt Ritter wird in Ridder gesagt. Ihr seid ein stolzer Ridder. Naja, wenn ihr dazu bereit seid, solltet ihr gleich aufbrechen. Das finde ich gut, aber ich bin noch nicht bereit. Ich muss noch andere Dinge tun. Zum Bleistift. Warum sagt man zum Bleistift? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist total dämlich. Egal. Zum Beispiel hier mit dem sprechen. Was habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Ich wünschte, ihr hättet mir das überhaupt nicht gesagt. Diese Botschaft macht mir mehr Sorgen als die gesamten Kundula in Lashkak. Dies ist eine Bedrohung, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen können. Die blaue Kaste. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Seid gegrüßt. Was habt ihr denn da? Dieses Medaillon wurde von den Ostlingen hergestellt, das ist ganz klar. Aber ich bin mir nicht sicher, was es bedeuten soll. Ihr sagt, ihr habt es bei einem der Zauberer gefunden, dann ist es vermutlich ein Zeichen ihres Ordens. Ach du Scheiße. Die Rohirrim werden eure Hilfe benötigen. Also Thagador, das Medaillon, das ihr entdeckt habt, scheint ein Symbol ihres Ordens zu sein, den sie die blauen Kaste nennen. Die blaue Kaste müsste es doch heißen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Doch unsere Kundschafter haben davon berichtet, dass sie andere Medaillons gesehen haben, die ähnlich aussehen, wenn auch nicht identisch. Würdet ihr bitte losziehen und ein paar dieser Medaillons sammeln? Wie komme ich auf Saften? Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Werdet ihr uns helfen? Ist übrigens, was ich sehr gerne trinke, ist tatsächlich Saft. Neben Schokomilch. Lecker Schokomilch. Und, Wasser trinke ich auch sehr gerne Saft. Aber nur Direktsaft, der andere schmeckt mir irgendwie nicht. Weiß nicht, ist zu festrig. Naja, also Thagador, das Medaillon, das ihr entdeckt habt, scheint ein Symbol ihres Ordens zu sein, den sie die blauen Kaste nennen. Doch unsere Kundschafter haben davon berichtet, dass die noch mehr... Das ist genau der gleiche Text. Ja, diesmal sind es aber dunkelblaue. Okay, es gibt hellblaue und dunkelblaue. Der ist doch ein Scherz. Wirklich? Wirklich? Ihr macht zwei verschiedene Quests mit identischem Text. Nur um für die eine hellblau und für die andere dunkelblau. Ach Leute, ey, also wirklich Tat verliehen. Welche denn diesmal? Aufgaben in den braunen Landen. 3 von 19. Ich muss es hier erstmal gucken. Die verschwundenen Reiter. 0 von 6. Inspirierende Gegenwart. Wo kann ich die denn abschließen? Müsste doch hier irgendwo sein. Verdammt. Oder kommt das erst am Ende? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier leider auch keine Quest. Ne, hier ist keine. Also Aufgabe. Hier heißt es ja Aufgabe, nicht Quest. Hier kann ich Markstein setzen. Das will ich aber gar nicht. Hier kann ich in den Wachturm hinein. Will ich das? Ich glaube, auch das will ich nicht, oder? Also da komme ich hinauf. Hier. Zeige ich mal ganz kurz. Geh mal rein. Siehst jetzt nicht hier oben nach einem Ladebildschirm. Toll. Und hier gibt es kein... Willst du mich verarschen?
Wie bin ich denn hochgekommen, wenn es hier keine Luke gibt, um runterzukommen? Hilfe? Hallo? Hilfe? Ich möchte gern raus. Leute? Ich sehe... Das ist ein Scherz, oder? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. What the fuck? Bin ich einfach nur zu... Sehe ich die Luke nicht? Das kann doch nicht sein. Okay, jetzt gehe ich mal alles ab. Hier ist keine Luke. Ach so. Ja, natürlich. Du bist der Ausgang aus dem Turm. Du bist der Ausgang aus dem Turm. Warum denn auch nicht? What the fuck? Ja, also, ich... Statt eine Luke hinzumachen. Statt hier einfach eine Luke in den Boden zu setzen, stehen die ein NPC hin, der den Ausgang aus dem Turm darstellt? Wie soll das möglich sein? Was ist hier passiert? Wer hat denn da gerade... Da war offensichtlich jemand betrunken. Anders kann ich mir das nicht erklären. What the fuck? Ich meine, wie soll der... Da ist ja keine... Der hat ja nicht mal eine Strickleiter oder so, die er dann runterlässt. Oder sein Haar oder so. Ich weiß ja nicht. What the fuck? So ist hier irgendwo... Nee, da ist keine Quest, ne? Nee, das ist der Markstein. Okay. Das ist der Markstein da hinten. Das sah so aus wie eine Quest. Vielleicht. Es war aber nur der Markstein. Ja, ich soll jetzt... ich muss erstmal sortieren. Genug Ärger. Soll mal raus. Kundula. In Lashkark. Verstecken spielen. Muss ich auch noch machen. Ach du Heilige, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. So, erstmal gucken, wie spät es ist. Okay, ich habe noch viel Zeit. Ja, was wollte ich sagen zu der WM? Also abgesehen davon, dass... ja, Fußball-WM. Also abgesehen davon, dass jetzt so tolle Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass... Ja, die Leute da... weißt du, du lebst da... Stell dir mal vor, du lebst in einem Haus... Also, ich will es gar nicht Haus nennen. In einem, ja, in einer mehr oder weniger überdachten Behausung aus Blech und was weiß ich alles. Ne? Und dann sollst du, und dann, nee, dann siehst du, dass direkt neben deinem Haus irgendwie ein riesiges Stadion gebaut wird. Statt dass das Geld irgendwie darin investiert wird, dass du selber besser wohnen kannst. Was dadurch ja auch möglich geworden wäre, theoretisch. Aber so ist es leider nicht. Tja. Und dann noch, was mich auch ein bisschen, nein, nicht wirklich aufregt, aber das ist doch lächerlich eigentlich, dass man die WM so, ja, ich meine, ich muss immer noch Kampfkatzen töten, okay. Dass man die WM so unglaublich kommerziell ausschlachten muss. Sogar die Post hat ein Gewinnspiel zur WM. Von wegen Fußball verbindet, ja, von wegen verbindet. Also ich finde jetzt nicht, dass er wirklich verbindet. Also eher hasst man denn noch die, die gegen das eigene Land gewonnen haben. Das verbindet nicht wirklich, sondern schürt eigentlich eher Hass statt, naja. Ich meine, wenn man wirklich Fußballfan ist, und dann, naja... Und dann, also wirklich sehr großer Fußballfan und dann gewinnt, keine Ahnung, Spanien gegen Deutschland oder so, dann wirst du nicht gerade die Spanier mögen. Ja, zumindest nicht die Nationalmannschaft, ich weiß es nicht. Also verbinden tut das nicht. Hier ist ein Nachrichtenrufer. Das ist hier, das ist Kundula Gause. Das, also ein Verwandter, das ist der Uropa von Kundula Gause. Ne? Ne, Nachrichtenrufer. Oh nein, jetzt kommen so viele. Ach, Scheiße. Das ist nicht gut. Ich sollte fliehen. Oder sollte ich? Ich sollte vielleicht. Ich nehme einen Heiltrank. Würde aber nicht helfen. Alter, ich sehe gar nichts. Hilfe. Ich bin gleich besiegt. Das ist nicht so geil. Ich gehe zumindest ein Stückchen weg. Hä? Hier ist eine unsichtbare Wand. Sehr schön. Ich möchte mich gerne kostenlos wiederbeleben.
Danke, dass ihr so großzügig seid und mir sowas schenkt. Dass ich mich kostenlos wiederbeleben kann. Hallo, unsichtbare Wand. Ich liebe diese unsichtbaren Wände, die total random gesetzt sind und total nicht nachvollziehbar. Hä, warum ist hier eine unsichtbare Wand? Da verstehe ich nicht. Und hier plötzlich nicht mehr. Hier ist keine Wand. Da ist eine Wand, da ist eine Wand, aber hier kann ich... Ich verstehe diese Wände nicht. Tja. Tja, frag mich nicht. Frag mich nicht. Ich soll noch Artefakte suchen. Muss ich, wo finde ich die denn? Bei denen hier? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich die finde. Wahrscheinlich bei der blauen Kaste. Und das ist keine blaue Kaste. Richtig? Ja, das sind nur Kunde da. Gause. Wo war ich jetzt stehen geblieben? So, das... Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist so lächerlich, dass jede Firma irgendwas mit der WM zu tun haben will. Obwohl die eigentlich gar nichts mit der WM zu tun haben. Das ist doch lächerlich. Also wirklich. Und wenn ich so mache hier, dann habe ich, glaube ich, immer Störgeräusche im Mikro drin. Also wenn ich hier mit dem Arm hier abstütze oder generell den Tisch irgendwie ein bisschen döller als nur so berühre. Weil das Mikro direkt auf dem Tisch steht und dann plüpp vibriert das mit. Das ist natürlich doof, aber lässt sich nur nicht... Ach so, ich kann da nicht durchschießen, das ist natürlich logisch. Scheiße. Und ich bin gleich tot. Na wunderbar. Ich wollte da durchschießen. Ich kann nicht durch die Luft schießen, weil die Luft ist... Ja. Also manchmal ist dieses mit dem Sichtfeld noch ein bisschen für den Arsch. Ey, ganz ehrlich, da war ein Spieß. Da kann man durchschießen. Also drunter durch, oben drüber. Das ist kein Problem. Das ist doch ein Scherz. Also wirklich. Den hältst du halt den Bogen ein Stückchen höher oder tiefer. Das ist ja wohl nicht unmöglich, eigentlich. Sollte man meinen. Aber wir sind natürlich in einem Spiel, wo man alles wo man die Erstellung der Welt vereinfachen muss und dementsprechend das Ganze als ein Objekt betrachtet, das geschlossen ist. Statt, naja... So. Apropos ein Objekt, das geschlossen ist, ich kann das da nicht an... Hier. Ich kann die nicht anklicken. Jetzt kann ich's. Na also. Ist manchmal auch dämlich, dass man die nicht anklicken kann. Ganz ehrlich. Weil irgendein Strauch im Weg ist. Das kann doch nicht sein. Das ist doch wirklich lächerlich. So. Da kommt schon. Wo kommt denn der her? Also ich finde diese WM... Ich finde das sowieso irgendwie... Ich verstehe nicht, warum das so gefeiert wird, wenn da irgendwie 11 Leute besser sind, darin einem Ball hinterher zu laufen und ihnen irgendein Tor reinzuschießen, als andere 11 Leute, die gegen diese 11 spielen. Das verstehe ich nicht. Was ist darin jetzt toll oder nicht toll oder... Also was ist darin jetzt spannend irgendwie? Ich meine... Naja. Frag mich nicht. Ich finde das langweilig, dazu zu gucken. Das muss ich zugeben. Man möge mich dafür verurteilen und was weiß ich, aber... Also lieber nicht. Weil ist ja nichts Schlimmes, das langweilig zu finden eigentlich. Ich hoffe, ich muss die Zauberer der blauen Kaste später nochmal töten. Ich will ihn nämlich jetzt nicht die ganze Zeit. Das ist mir dann doch zu blöd. Die jetzt einfach nur so zu suchen und dann... Vielleicht kommen die... Ne, hier nicht. Was will ich denn noch? Nein. Das hier. Na, komm so da rein, genau. Ich wollte. Ich muss jetzt noch... Hä, was ist denn das da? Ach, das ist der erste Streifenpunkt. Warte mal. Doch, Streifenpunkt. Ein Streifenpunkt, das ist so ein Punkt mit Streifen, kennt man ja. Na, habt ihr bestimmt schon gesehen, so ein Streifenpunkt. Ihr habt hier nichts gefunden. Toll, deswegen bin ich jetzt hier hingegangen. Also, ist schon sinnvoll. Ist eigentlich toll, dass ich hier nichts gefunden habe. Muss ich ja zugeben. Warum muss ich das alles machen? Das ist immer... Das frage ich mich bei solchen Spielen jedes Mal. Warum muss ich alles machen? Also wirklich, egal was die machen, alles muss ich machen. Wie können die denn die ganze Zeit überleben, wenn ich dauernd alles machen muss? Wo ist denn hier der zweite Streifenpunkt? In der Ferne seht ihr ein großes Ostlinglager.
Okay, dritter Streifenpunkt ist wo? Ach, da hinten. Ach Gott. Ich möchte erstmal hier diese Kundula töten. Was muss ich denn noch machen? Ach, nur Kundula töten hier? Na toll. Ja, das war's schon. Ja, das war's schon. Ich soll nur die Kundula töten. Gut, mach ich das mal. Diesmal hoffentlich erfolgreicher. Ja, wow. Und sonst so? Tja. Wollte ich jetzt irgendwas noch sagen? Außer, dass ich das, naja, alles ein wenig lächerlich finde. Mit der WM. Also, klar, es soll Leute geben, die da, die das mögen und was weiß ich, aber ich persönlich gehöre nicht dazu. Ich fand es übrigens, was ich lustig fand, ist die Übersetzung. Weil was, da hat einer tatsächlich Fußball-Fan, also Football-Fan oder Soccer-Fan, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Auf jeden Fall hat er das mit Fußballventilator übersetzt. Weil Englisch Fan ist nicht nur Fan auf Deutsch, sondern auch Ventilator. Das heißt, wir sind alle Fußballventilatoren. Boah, geil, ich bin voll der große Fußballventilator. Ventilator. Ein Ventilator. Ventilator natürlich.